CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste zu so später Stunde. Geschlechtergerechtigkeit und Personalentwicklung in der Wissenschaft. Das ist wirklich ein extrem wichtiges Thema, finde ich. Aber für Sie, liebe Nicole Gohlke, ist es vielleicht auch nicht so ganz wichtig genug, weil, und jetzt muss ich da dran anfangen oder weiterführen, wo Marianne Schieder gerade aufgehört hat. Warum haben Sie in Ihrem Antrag nicht wirklich dieses Thema in den Mittelpunkt gestellt und darauf fokussiert? Das haben Sie vergessen. Als Statistikerin begrüße ich natürlich, dass Sie mit Zahlen auch wirklich Fakten schaffen. Das finde ich richtig gut. Und dann wieder bleiben Sie auf halber Strecke stehen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Überproportional viele Frauen verlassen nach der Promotion die Wissenschaft. Das ist per se weder positiv noch negativ. Aber warum sie verlassen, das verschweigen Sie in Ihrem Antrag und das verschweigt auch die Studie. Bei der Studie ist es klar, die hatte einen völlig anderen Auftrag. Die sollte die Zahlen zum heutigen Ist-Stand. Aber Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, hätten jetzt die Chance gehabt, aus den anderen Studien, die es gibt, uns ein wenig Material zu geben und zu sagen, was führt denn überhaupt dazu, damit jemand nach der Promotion abbricht? Wo ist was, was nicht stimmt? Und die Frage nach dem Warum hat zum Beispiel CHE aufgegriffen und auch viele andere Studien, die Professoren und Professorinnen befragt haben. Und eins ist eindeutig, es ist völlig egal, welche Studie Sie nehmen. Und das ist nämlich das Interessante. Auf Platz 1 zum frühen Ausscheiden von Wissenschaftlerinnen führt die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das finden Sie überall und das muss uns einfach zu denken geben. So, und deshalb ist unabhängig von den Forschungsfeldern einfach festzustellen, dass diese Brüche, die entstehen in den beruflichen Biografien, immer dann kommt, wenn eine Familie gegründet wird. Und dieses Hindernis abzustellen, das müssen wir uns wirklich vornehmen und können schauen, was kann Politik dazu beitragen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir alle wissen, dass wir die klügsten Köpfe der Wissenschaft nur dann kriegen, wenn wir die Gesamtheit aller Männer und Frauen uns anschauen. Und vor diesem Hintergrund nützt uns auch nichts, wenn wir die nächste Gesprächsrunde und wieder nächste Gesprächsrunde nehmen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es nützt uns auch nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, wenn Sie meinen, dass durch Abschaffung der projektbezogenen Förderung, wie Sie schreiben, oder der unbefristeten Stellen hier auch nur irgendwas für die Gleichberechtigung getan wird. Das ist gerade nicht der Fall. Wir müssen nicht nur Vorbilder schaffen, das fehlt nämlich auch, und zwar nicht nur in der Wissenschaft, zum Beispiel auch in der Politik oder in der Wirtschaft. Aber wir müssen auch mal genau hinschauen, wie die Bedingungen im öffentlichen Dienst sind. Denn Wissenschaftseinrichtungen sind öffentlichen Dienst. Das haben wir ein Zuwendungsrecht. Wir haben ein Problem, nämlich die Unterstützung von Familien, bei Schulkindern zum Beispiel. Das kann eine Wirtschaft machen, das kann eine Wissenschaftseinrichtung nicht machen. Das hat was mit unserem Zuwendungsrecht zu tun. Da sollten wir einfach mal hinschauen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, neben diesen Dingen gilt es natürlich auch, tradierte Verhaltensmuster irgendwann mal zu überwinden. Das dauert ein bisschen, nicht nur in der Wissenschaft leider. Durch politische Veränderungen hat sich was getan. Ich denke, wenn wir das heute und gestern miteinander vergleichen, sieht man schon, was sich verändert hat. Und wir müssen auch sagen, genauso wie wir bei Kindern den Lernzuwachs bewerten, sollten wir auch hier einen Zuwachs bewerten. Und wenn wir dann sagen, ich komme gerade von der Helmholtz-Tagung, dass zwischen 2005 und heute, ich habe die Zahlen extra mitgeschrieben, der Frauenanteil von 4,7 auf 13,4% erhöht wurde. Das sind winzige Zahlen, aber der Zuwachs sind 185%. Und das sagt was aus über Entwicklung. Und deshalb sollten wir da weitermachen. Und von Seiten der Politik strukturelle Änderungen noch weiter betreiben. Und da sage ich nur eins, flexible Laufbahnen, Kinderbetreuung bei Kindern, Familie, Bericht von Familienquoten, das sind alle Sachen, um Probleme auch bewusst zu machen. Was gilt zu tun? Vor Ort. Leitungsebenen müssen vorleben, Karrieren müssen anders beschrieben werden, müssen vereinbart werden. Wir müssen Personalentwicklungskonzepte
Konzepte einfordern. Und es stimmt eben nicht, dass wir nichts getan haben in der Legislaturperiode. Die neue Exzellenzstrategie und auch Tenure-Track-Programm sind beides Vorhaben mit enormer Strahlkraft, mit enormen Millionen. Und da steht drin, dass Voraussetzung ist für jemanden, der sich bewirbt, es muss ein Personalentwicklungskonzept geben. Und ein Personalentwicklungskonzept hat ein Gleichstellungskonzept. Wir haben gefordert, wir werden auch in Zukunft fordern, denn nur dann gibt es einiges ab von den Millionen für die großen Programme. Denn Gelder für wichtige Projekte geben ist das eine, aber den echten Wandel einzufordern ist das andere. Und das wollen wir auch in Zukunft tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexandra Dinges-Gierig. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte, Dr. Daniela de Ridder für die SPD-Fraktion.